TERMCAT, die Wärmebrückenanalyse. TERMCAT ist eine FEM-Berechnung für Wärmebrücken mit CAD-Oberfläche. Diese Berechnung hat als Basis ein konfigurierbares FEM-Netz mit Dreiecks- und Viereckselementen und liefert als Ergebnis Psi-Werte, F-Werte, Isothermenverläufe oder Temperaturen an bestimmten Punkten des Bauteils. Ebenfalls erhalten Sie die U-Wertberechnung nach DIN ISO 6946. Alle Ergebnisse werden durch übersichtliche Ausgabemöglichkeiten und Reports dokumentiert. Ungünstige Pauschalwerte der Energieberechnung können auf diese Weise einfach vermieden werden. Die Bedienung von TERMCAT ist sehr einfach. Die Oberfläche ist übersichtlich. Hier können Sie komplexe Konstruktionen schnell und einfach eingeben. Es gibt drei Varianten, eine Wärmebrücke zu erstellen. Variante 1, die Wärmebrücke als Detail mit den Konstruktionsmöglichkeiten von TERMCAT zu zeichnen. Variante 2, die Wärmebrücke als DXF oder DWG einzulesen und diese nachzubearbeiten. Variante 3, eine Wärmebrücke aus einem vorhandenen Katalog einzuladen und diese Wärmebrücke anhand der neuen Anforderungen zu verändern. Die CAD-Eingabe und die Änderungsmöglichkeiten. In TERMCAT können Sie in der CAD-Oberfläche mit verschiedenen Vorlagen arbeiten. Wir haben einmal die Vorlagen für Baustoffe bzw. Elemente, wo Sie einmal verschiedene Baustoffe auswählen können und selbstverständlich jeden beliebigen Baustoff selber anlegen können. Sie sehen hier einen umfangreichen Katalog, der beliebig erweiterbar ist, wo Sie entweder auf vorhandene Baustoffe drauf zugreifen können oder in einem eigenen Katalog sich selber Ihre Baustoffe mit den entsprechenden Werten anlegen und dann auch auswählen können. Es gibt nicht nur die Baustoffe, sondern wir können auch komplette Konstruktionen verwalten. Diese Konstruktionen sind auch wiederum in einem umfangreichen Katalog hinterlegt, können dort ausgewählt, verändert oder auch selbst angelegt werden. Mit diesen Konstruktionen kann ich in der CAD-Oberfläche sofort arbeiten. Wir haben hier verschiedene einfache Konstruktionshilfen, zum Beispiel der Koordinatentracker, welcher uns bei der Konstruktion begleitet. Hier geben Sie den Wert der Länge ein und schon ist diese Konstruktion eingefügt. Unter Ansicht habe ich die Möglichkeit, die Randbedingungen auszuschalten, sodass ich nur die Konstruktion für meine Bearbeitung hier vorliegen habe. Eine weitere Konstruktion wird ausgewählt und diese Konstruktion kann wiederum mit dem Koordinatentracker direkt im richtigen Maß eingefügt werden. Wir können diese Konstruktion nachher noch bearbeiten. Es sind keine starren Konstruktionen, sondern jede Schicht des Bauteiles kann eigenständig bearbeitet werden. Zum Beispiel sollen Kanten verschoben werden. Jede beliebige Kante eines Elementes, welches sich in einer Konstruktion befindet, kann angepasst oder verschoben werden. Auch hier wieder mit Hilfe des Koordinatentrackers. Oder wir nehmen diese Kante und nutzen einen schon vorhandenen Punkt, um diesen als Fangpunkt zu benutzen. So kann schnell ein Element, eine Wärmebrücke erstellt und verändert werden. Weitere Eingabemöglichkeiten sind, zum Beispiel mit einem Element zu arbeiten. Das entsprechende Element kann ausgewählt werden, die Dicke kann eingestellt werden und genau wie eine komplexe Konstruktion wird es platziert, in dem Moment auch wieder mit Hilfe des Koordinatentrackers. Ein Winkel kann eingestellt werden und schon ist das Element auch hier erstellt und kann bearbeitet werden. Eine Bearbeitungsmöglichkeit wäre, Spline-Punkte einzufügen. Diese Spline-Punkte können dann selbstverständlich verschoben werden. Hier sehen Sie die Konstruktionshilfen von TERMCAT, dass automatisch Kanten gefangen werden und die Schnittpunkte dazu angezeigt werden. Andere Elemente können ebenfalls so eingezeichnet werden. Weitere Bearbeitungsmöglichkeiten sind zum Beispiel, dass Polygone an beliebige Linien getrimmt werden können. Somit kann ich auch einen geraden Polygonabschluss zum Beispiel an eine schräge Linie trimmen. Ich kann nicht nur mit Elementen arbeiten, sondern auch mit Linien und Konturen. Diese Funktionen haben verschiedene Eingabemöglichkeiten.
Zum Beispiel kann ich eine parallele Linie zu einer bestehenden Kante mit einem entsprechenden Abstand zeichnen und kann dieser Linie natürlich noch eine Länge über den Koordinatentrecker geben. Oder ich arbeite mit der Funktion einfache Linien, wo ich den Anfangspunkt der Linie bestimme, die Länge bestimme und den Winkel festlegen kann. Wenn eine Linie gezeichnet ist, ist es genau wie beim Element auch so, dass ich Punkte nachträglich verschieben kann. Auch hier hilft uns der eingebaute Richtungsfang in TermCard. Was haben wir noch für Funktionen? Wir können zum Beispiel Texte an beliebige Stellen setzen. Wir haben Hilfskonstruktionen, welche für die Konstruktion als Vorlage dienen können. Oder wir haben die Messfunktion, dass ich eine Strecke beliebig kontrollieren und messen kann. Natürlich kann ich das Detail auch bemaßen. Die Bemaßungsfunktionen lassen mir alle Spielräume offen. Selbstverständlich ist diese Maßkette abänderbar oder bearbeitbar. Wir haben alle Eingabemöglichkeiten dafür, um die eigene Bemaßung einzugeben und auch abzuspeichern. Eine weitere Möglichkeit, eine Wärmebrücke zu erstellen, ist die Arbeit mit einer DWG- oder DXF-Vorlage. Unter Datei importieren können wir als Projektdatei uns die entsprechende Datei auswählen und in das Programm einlesen. Sie sehen hier unseren DXF-Import-Editor. Hier kann man verschiedene Einstellungen machen. In diesem rechten Vorschaufenster kann gegebenenfalls geprüft werden, ob die Datei in der richtigen Maßeinheit vorliegt. Über eine Strecke messen kann ich eine Strecke abgreifen und habe so die Überprüfung, ob diese Strecke auch dem entsprechenden Maß von diesem Detail entspricht. Ist das nicht der Fall, kann hier die Maßeinheit geändert werden. Weiterhin können wir einen Auswahlbereich festlegen. Wir können Layer uns vorher ansehen, ausschalten oder bearbeiten. Wir können Farben und Linienstile festlegen und dann über diese Bestätigungstaste diese DWG- oder DXF-Datei einlesen. Diese befindet sich jetzt hier im Programm und kann nachbearbeitet werden. Sie sehen, dass diese Linien oder Polygone der Vorlagedatei zum Fangen sind und wir können mit Elementen, Konstruktionen diese Wärmebrücke entsprechend aufbearbeiten. Die dritte Möglichkeit ist, eine Wärmebrücke aus einem bestehenden Katalog zu laden. In diesem Katalog können beliebig viele Wärmebrücken abgespeichert werden. Zum Beispiel haben wir hier eine Fensterleibung, welche wir uns einladen, und die komplette Wärmebrücke mit allen Randbedingungen und U-Werten wird uns hier sofort angezeigt. Natürlich besteht hier auch wieder die Möglichkeit der Änderung, wie zum Beispiel Kanten verschieben oder andere Elemente noch hinzufügen oder entfernen. Eine bereits gezeichnete Wärmebrücke kann natürlich auch selber in den Wärmebrückenkatalog abgelegt werden. Gehen wir wieder zurück zu unserem Beispiel. Die Konstruktion ist vollständig erzeugt und überprüft und jetzt können die Bedingungen für die Berechnung gesetzt werden. Wir setzen als erstes die ungestörten U-Werte. Wenn ich den U-Wert einfüge, erkennt das System automatisch die komplette Konstruktion. Dieser U-Wert kann eine Bezeichnung bekommen. Wir können verschiedene Werte noch einstellen, wir können Korrekturfaktoren einstellen und die Wirkungslänge wird automatisch aus der Zeichnung erkannt oder kann selbstverständlich auch per Hand eingegeben werden. Dieser U-Wert erkennt auch automatisch den Schichtenaufbau von meiner Konstruktion. Somit sind sehr schnell alle ungestörten U-Werte gesetzt. Als nächstes definieren wir die Randbedingungen. Die Randbedingungen sind schon vordefiniert. Diese grünen Linien zeigen uns, wo es überall Randbedingungen geben kann. Einfach auf die Kante klicken und unter dem Container Randbedingungen einstellen, um welche es sich an der Stelle handelt. Wenn eine Randbedingung öfters vorkommt, wie in diesem Fall, kann ich diese auch einfach auf die anderen Kanten übernehmen. Einmal wird diese Randbedingung eingestellt und dann haben wir die Funktion Randbedingung abgreifen und ich kann sehr einfach jede Kante mit dieser Randbedingung hier belegen. Selbstverständlich kann ich eine Randbedingung jederzeit nochmals aktivieren
und die Einstellungen ändern. Wir haben hier verschiedene Schalter. Wir könnten hier die Sichtbarkeiten, zum Beispiel der U-Werte, ausstellen oder eben auch die Sichtbarkeiten der Randbedingungen zum Beispiel. Die U-Werte sind gesetzt und die kompletten Randbedingungen sind gesetzt. Bevor wir zur Berechnung gehen, wollen wir unsere Wärmebrücke nochmals überprüfen. Wir haben dafür im Programm eine Übersichtsleiste. Hier können wir auch bei komplexeren Bauteilen das ganze Bauteil direkt nochmal kontrollieren, zum Beispiel die Baustoffe. Wir haben einen direkten Zusammenhang. Wenn wir hier rechts einen Baustoff anklicken, wird er uns auf der linken Seite dargestellt. Nicht nur die Baustoffe können wir überprüfen, sondern auch die Randbedingungen. Auch hier wieder nach dem gleichen Prinzip. Ich klicke die entsprechende Randbedingung an und ich sehe direkt in meiner Konstruktion, wo sich diese befinden. Ebenfalls die ungestörten U-Werte. Das hat den Vorteil, dass man auch bei schwierigen Konstruktionen sich sehr schnell nochmal zur Kontrolle einen Überblick verschaffen kann. Jetzt generieren wir das FEM-Netz. Sie sehen, wie das in der Zeichnung dargestellt wird. Zur besseren Übersichtlichkeit kann ich die Schraffuren zum Beispiel wegschalten und starten die Psi-Wertberechnung. Die Berechnung erfolgt sehr schnell und der Temperaturverlauf für das Bauteil wird direkt angezeigt. Für eine bessere Übersichtlichkeit können wir selbstverständlich die Randbedingungen ausschalten und das FEM-Netz. Wir haben nicht nur die Möglichkeit der Psi-Wertberechnung, sondern wir können auch eine F-Wertberechnung vornehmen. In unserer Übersichtsleiste kann man folgende Einstellungen treffen. Entweder wird nur der Psi-Wert berechnet, so wie das im Moment erfolgt ist, oder nur der F-Wert, weil dort eventuell unterschiedliche Einstellungen zu treffen sind. Oder wir können sagen, wir möchten Psi und F-Wert sofort berechnen. Soll nachfolgend jetzt der F-Wert berechnet werden, wird es einfach umgestellt und wir können die F-Wertberechnung starten. Auch hier wieder die Darstellung vom Kondensat direkt in der Zeichnung. Sind beide Berechnungen erfolgt, kann das Ganze in einer Auswertung dargestellt werden. Entweder diese Auswertung wird direkt als Legende auf dem Plan platziert oder wir können diese Auswertung in verschiedenen Ausgabemöglichkeiten ausdrucken. Diese Ausgabemöglichkeiten sind jetzt hier zu sehen, zum Beispiel als Dokumentation. Und man kann beliebig blättern, kann es ausgeben und kann das zum Beispiel auch exportieren zu PDF-Dateien, zu Excel-Dateien oder auch zu Word-Dateien. Abschließend als Beispiel Ergebnisse aus der Berechnung und verschiedene Darstellungen der Wärmebrücke. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.